Was denn? Die Waffe war doch vollkommen okay. Da drüben ist auch eine Hütte. Dann schauen wir doch da mal vorbei. Also Hütten gibt es hier mehr als genug. Wir können natürlich überall drüber jumpen, wie wir Lust und Laune haben. Ah, guck mal, da ist schon wieder sind so Viecher. Nicht so schnell. Das will wohl überlegt sein. Ach, hör doch auf. Ja, toll. Und seltsame Tiere. Diese Spezies wird Tauti genannt. Ja, ich weiß. Sie spießt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Das ist aber nicht... Oh. Den finden wir uns sicher nicht an. Ja, das sehe ich auch so. Aber... Bam! Der Warp-Angriff. Leichter geht's nicht. Ich liebe es, wenn man halt direkt aus dem Warp reinballern kann. Ich verlasse mich drauf. So. Dann schauen wir mal, was in der Hütte ist. Ist dort jemand? Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke, nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Rede mit uns. Klar, kein Problem. Was springt für uns dabei raus? Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lausche auf. Nocht, also wirklich, du kannst doch dem armen Kerl kein Geld abknöpfen. Natürlich. Warum denn nicht? Als ob ich dem kein Geld abknöpfen kann. Was ist denn los mit dir? Natürlich können wir das. Ich glaube, bei dir hackt's. Überraschungsbonus und Warpbrecher. Ja, gut. Dann brauchen wir 28. Das heißt, wir sperren uns den. So. Dann... hängt er da fest. Dann erzähl mal. Wir haben es hier mit einer Mutation zu tun. Sowas muss man ausmerzen, bevor es sich ausbreitet. Dann let's go. Machen wir doch direkt platt. Mutation, sowas gibt es nicht. Jep, und jep. Also ich weiß nicht. Mutation? Ah. Vielleicht durch den Krieg entstanden. Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Ach was. Quatsch, kein Bedarf, Mann. Wirklich? Naja, wenn du meinst. Wir sind alle total aufgerüstet. Und das kriegen wir auch noch hin. Diese Musik alleine schon, wow. Manchmal frage ich mich, ob wir je wieder in diesem wunderbaren Auto sitzen werden. Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Schlafen war noch besser. Alter, ihr seid gerade mal irgendwie 20 Minuten aus dem Auto raus. Und ich glaube, das ist schon unser Freund. Ein Doppelhorn, ja. Und zweifelsohne eine Mutation. Wir müssen unbedingt etwas tun. Wow, krass. Warte! Was denn, was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Echt jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! Mensch, Alter! Aber echt. Zu früh gefreut. Wie bitte?
Okay, dann... So, okay. Liftkommando. Danke, aber nein, danke. So, und bam. Da geht hier aber gut die Luzi. Krass. Der hat echt in sich. So, wir müssen jetzt erstmal... Chill mal, denn... Kommentare? So. Pass lieber auf dich selbst auf. Gut, jetzt machen sie keine doppelt. Hau rein, Lockt. Jetzt sieht er erstmal... Geht klar. Was abgeht. Wow, krass. So, und... Ignis, hau rein. Gib ihm den Rest. Bam. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Willst du mich verarschen? Wieso noch schneller? Dein Telefon. Ja, ja. Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Oh. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Schaut am besten mal rein. Alles klar. Machen wir. Okay, dann gehen wir mal zurück. Kommen wir nochmal zur Fahrerfrage. Von mir aus kann Ignis weiterfahren. Dito, der fährt wenigstens sparsam. Im Gegensatz zu mir. Ich glaube auch nicht, dass ich das hinkriege. Ihr lasst mir keine Wahl. Danke, Ignis. Mir ist hinterm Steuer einfach zu eng. Hey, weil lass du den Quatsch! Natürlich auch so ein Ausrutscher. Krasses Vieh bist, ne? Wow. Wir können ja Eier aufsammeln. Wozu wir die auch immer brauchen. Aber wir nehmen einfach mal alles mit, was wir kriegen können. Weil, warum auch nicht? Wenn wir das schon haben, dann nehmen wir es auch mit. Beziehungsweise, wenn wir es haben können, nehmen wir es mit. So war's. Alter. 600 Meter. Das glaube ich ja noch nicht mal hier so. Ne? Das sind im Leben keine 600 Meter. Viel weiter tragen meine Beine mich nicht. Jammer nicht. Auf sowas hat uns die Großstadt nicht vorbereitet. Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Tun wir auch. Also von daher. Und ich weiß nicht. Sydney wartet sicher auf uns. Und vielleicht ist Sid mit dem Regal ja auch schon ver... Was ist das? Junge, was? Alter, der war ja riesig. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar. Das kannst du laut sagen. Was ein krasses Vieh. Und wenn diese Viecher hier die ganze Zeit rumeiern, dann Prost Mahlzeit. So, Aufgaben. Wir haben noch Tal ohne Wiederkehr. Das könnten wir eigentlich auf die Hörner genommen. Und das könnten wir eigentlich noch machen, oder? Denn da müssen wir dann... Wir machen das alles in einem. Das hätten wir auch... Ey, du Idiot! Hab mal ein bisschen Respekt, ich bin der Königssohn.
Ne? Weißt du Bescheid? So. Nachricht vom Klo. Ja, wie gesagt, also die Musik, die liebe ich auf jeden Fall. Das ist das lästig. Wo kamen die denn her? Also, die sind einfach aufgekloppt, oder was? War keine Absicht, natürlich nicht. Das erzähl mal wem anderen. Ende aus Mickey Maus. Das war einfach. Ja, ja. So, hier ist auch wieder irgendwas. Aufheben. Nein. Wieso will er den angreifen? Check ich nicht. Ich check wirklich manchmal nicht, warum Noctis ihn angreifen will. Und es gibt auch eine Möglichkeit, hier schneller voranzugelangen, aber... Ah! So, jetzt gleich sind wir dann auch schon da. Machen diese Viecher platt und dann holen wir uns den Wagen wieder. Ich glaube, jetzt werden wir wieder zurückgehalten, ne? Jungs, hier gibt's was zu tun! Voll! Hi! Alleine? So war das nicht gedacht! So, übertreibt man nicht hier. Ich glaube, das ist total dumm, was wir gemacht haben. Aber hey! Bam. So, und schlitz ihn auf. Die Kameraführung ist schon sehr hektisch. Also, aber ansonsten, nice Scheiße. Gut. Dann liefern wir den ganzen Krempel ab. Dann kann es eigentlich auch schon weitergehen. So, wir gehen mal ein bisschen gemütlich durch die Gegend. Wird auch schon langsam dunkel. Und im Dunkeln kamen ja Sisi-Schans raus. Na? Also von daher. Immer mal aufpassen, wo man hin will. Oh. Ja, ja, schon gut. So. Ortschaft. Was war das denn für ein Versuch? Wolltest du auf cool machen und bist dann weg? Wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Ja. Esst ihr auch ordentlich? Nö, eigentlich nicht. Meine Jungs. Ah, alles klar. So. Gut, das haben wir fertig. Was kann ich für euch tun? Ja, was komm. Was darf sein? Hau mal drauf, ja. So. Dann gib mal was Gutes zu mampfen. Momentchen bitte. Das sieht schmackhaft aus. Ja, dann hau rein. So. Aber man muss ja immer X drücken. So. Satt gegessen? Sehr schön. Hat auf jeden Fall sehr super geschmeckt. Wir sind mal weg. Noct, schauen wir uns das mal an. Was gibt's? Wir schauen uns erstmal gar nichts an. Wir holen erstmal den Wagen. Bevor wir uns das anschauen. Da liegt was. Hier liegt jede Menge Stuff. Warum sollen wir das nicht mitnehmen, ne? Ich meine, wir sind der Prinz, wir dürfen alles haben. Können wir auch drauf drücken? Nein? Geht nicht?
Da nicht. Geht nicht, war keiner da. So. Und hi. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Als ob der ihr erklären muss, wie man eine Kamera bedient. Gebt gut darauf acht. Ach ja, und Hoheit? Könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Lass mich mal prompt entscheiden. Klar, für dich doch immer. Übertreib's nicht. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. Alles klar. Noct, jetzt wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht hinters Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Nö. Warum auch? Nee, das machst du viel besser. Wirklich? Gut, dann fahre ich weiter. Und da jetzt Nacht ist, gehen wir mal eine Runde schlafen. Und dann würde ich aber auch schon sagen, war es das? Erstmal mit dem Part. So. Ja. Alles klar. Ab ins Bett. Klingt gut. Und an der Stelle danke ich dann schon mal fürs Zuschauen. Würde mich über eine positive Bewertung bedanken. Und natürlich auch, wenn du gerade zugeschaltet hast erst und den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Also, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.